die Homepage ist sehr interessant. Das nächste grosses Ziel, das er hat, ist natürlich heute hier die Schneckenrennen gewinnen. Und das noch grösser Ziel von ihm ist die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio. Begrüßen wir mal kräftigen Applaus der Imboden Martin. Danke schön. Martin, es freut dich, dass du natürlich hier gekleidet bist, dass du den Spass mit uns hier mitmachst. Erzähl uns mal ein bisschen aus deinem sportlichen Ding. Wie das so abläuft, wie muss man sich das vorstellen, wenn du jetzt zu den Olympischen Spielen gehst, Trainingsvorbereitungen und alles drum und dran, bitte mal erzählen, was alles dahinter steckt. Da steckt ganz viel dahinter. Da ist die Vorbereitung, nachher viele Trainings, sei es Krafttraining, Mentaltraining, dass jeden Tag irgendetwas machen. Und nachher muss man sich qualifizieren durch Turniere, die ganz bestimmten Turniere, wo man ganz weit vorne muss kommen. Und ich bin der einzige Schweizer gewesen, als Fussgänger oder Para, der in den Olympischen Spielen zu Rio de Janeiro kann noch nicht machen. Und das war ganz eine grosse Vorbereitung. Das war etwas vom Größten, was ich also erlebt habe. Wenn man aber dann die Olympischen Spiele fährt, und so, das gibt auch die Löhne einen rechten Umfang. Du musst Betreuer mitnehmen. So. Wie sieht denn der Staff von dir so aus? Ja, da kommt der Trainer kommt mit und nachher die Betreuer von Para, von Ottwil und von Swiss Paralympic. Und ganz viele verschiedene Kleider. Und nachher, wenn du mal Wettkampf bist, kann ich mir vorstellen, ist das Mentale ist natürlich schon etwas in der Sportart, was eines vom Gregsten ist, was ein Sportler muss haben. Also das Mentale ist sehr wichtig. Das ist 80% spielt sich im Kopf ab. Und da muss man also ganz, ganz viel dahinter sein, dass das funktioniert. X-tausend Mal genau die gleiche Bewegung, genau die gleiche Bewegungsabläufe. Und einfach so viel wie möglich im Zähne. Zähne ist das, was zählt, gell? Darunter zählt nicht mehr viel. Ich habe einen Durchschnitt von 9,5 in einem Wettkampf und das reicht jetzt leider schon immer für ganz, ganz vorne dabei zu sein. Ihr seht also, der Bogensport ist nicht eine einfache Sache. Und ich meine, der Martin ist für ganz Welt um Angst und hat jedes Turnier gewonnen. Die Homepage, von du hast, hast du die selber bewirtschaftet? Die Homepage, die ich hatte, die hat mir die Karin Werlen bewirtschaftet. Und die macht das sehr gut. Und da möchte ich ihr auch immer Danke sagen. Ihr seht also die Homepage von Martin, geht mal drauf, sehr interessant. Es hat auch Filmbeiträge drin, auch von SFDRS, es hat die ersten Zeitungsgeschnitte drin. Also, ich habe gesagt, wenn ich das alles wollte sagen, was du gemacht hast und erreicht hast, dann wäre ich fast den ganzen Nachmittag hier. Ja, es ist schon ziemlich viel. Ich bin selber überrascht, wie mir das plötzlich gegangen ist. Und der Bogensport, der hat mich aus dem Dave rausgeholt. Ich muss heute sagen, jedes Negative hat etwas Positives. Das ist mein Leitsatz. Ihr seht, das hat einfach mal einen kräftigen Applaus verdient, Martin. Er hat euch geschrieben, dass wir den Kopf wieder in den Sand stecken und vorwärts gehen, gell? Ja, genau. Jetzt, Martin, wer hat gesagt, Tokio 2020, die Vorbereitungen, wenn lässt du da los, dass du dich fokussierst auf 2020? Ja, das fängt eigentlich schon jetzt an, weil 2019 sind die Qualifikationen und die sind sehr streng und das können sehr wenige in meiner Kategorie auf Tokio gehen. In meiner Kategorie sind 18 Stück und das wird hart, weltweit 18 Stück. Ich hoffe natürlich, dass alle, die jetzt hier im März sind, das wird auch wieder so sein, dass wir am Morgen müssen aufstehen. Däum und Trick, das wird im Fernsehen übertragen, ja. Ja, das meiste wird im deutschen Fernsehen übertragen. Das Schweizer Fernsehen bringt euch, aber nicht so viel.
Also ich bin sicher, dass du heute wieder ein paar Fans mehr dazu gewonnen hast. Martin, ich hätte noch die Leute fragen, du hast mit der Schnecko vor euch Kontakt gehabt, ich habe gesehen, du bist mehr mit ihr ins Mentale gegangen. Ja, mental, das ist sehr wichtig. Und nachher, so natürlich wie möglich, ich halte und sie nicht so etwas zwingen. Was nicht will. Und wenn jetzt die Seite gewinnen, wenn deine Schnecke heute gewinnt, Martin, nimmst du die mit auf Tokio? Ja, das wäre eine Überlegung wert. Also, da hat er natürlich den Teamnatrick gehabt. Dann, wenn er als Olympiasieger zurückkommt und auf dem Flugplatz der erste, der uns auch kommt, deine Schnecke ist, das wäre natürlich der Börner. Das wäre natürlich super, ja. Und ich gebe alles, dass ich nachher gehe auf Tokio. Super. Martin, einfach mal merci euch, für, dass du gekommen bist. Wird dir nachher im Rennen dann wieder ein bisschen hängen. Du. Ihr seht, der Martin im Modo volle Pulle voraus. Ein kräftiger Applaus zum Martin. Der nächste.